Willkommen zu einem neuen Video auf dem Tasty High Kanal. Servus. Und wir starten heute ganz offiziell in die Wandersaison 2019. Und wir sind jetzt hier bei uns im Allgäu wandern. Und zwar sind wir am Eschacher Weiher. Und das ist ganz in der Nähe von da, wo wir wohnen. Und eigentlich wollten wir hier eine Rundwanderung heute machen, aber hier liegt doch noch etwas mehr Schnee, als wir erwartet haben. Deswegen sind wir uns nicht ganz sicher, ob wir das tatsächlich auch dann machen können. Aber wir schauen jetzt mal, was so geht. Genau, was so geht. Und wenn wir im Schnee stecken bleiben, dann werdet ihr es mitkriegen. Los geht's! Wanderung wird nichts, weil da hätte man da vorne irgendwie über diesen Schneehügel gemusst und dann da hinten rum durch den Wald. Und das wäre einfach nicht machbar gewesen jetzt mit dem Krümel und mit meinen Eltern. Und ja, genau. Da vorne ist auf jeden Fall die Brotzeitschule, zu der wir nicht wollten, aber die hat leider auch noch Betriebsferien. Und deswegen laufen wir jetzt in Richtung Eschach. Also eine richtige Wanderung war das jetzt bisher nicht, weil der Weg war ja echt gut eingeschneit. Auf jeden Fall. Aber so ein kleiner Ausflug, so am Sonntag und im Frühjahr, wenn das Wetter endlich mal wieder schön ist. Die Sonne scheint und es ist echt angenehm. Also es hat irgendwie so 11, 12 Grad und es ist super angenehm. Auf jeden Fall ist es richtig schön, mal wieder draußen zu sein. Das habe ich echt vermisst die letzten Wochen. Eigentlich seitdem wir aus Teneriffa wieder da waren, waren wir erst ein einziges Mal draußen irgendwie. Und jetzt gehen wir noch einkehren. Genau, jetzt gehen wir noch einkehren in Eschach und hoffen, dass da irgendwas auf hat, was uns was zu essen gibt. Jetzt fast wieder zurück am Parkplatz, also am Ausgangspunkt von der Wanderung. Wir sind jetzt etwa 4 Kilometer gelaufen. Wenn ihr das Komoot-Tracking anguckt, dann orientiert euch auf jeden Fall nicht an unserer Gehzeit. Boah, jetzt stürmt es gerade voll. Ich hoffe, ihr versteht mich überhaupt. Also orientiert euch nicht an unserer Gehzeit, weil der Krümel ist die meiste Zeit selber gelaufen und das dauert immer eine ganze Weile. Deswegen waren wir doch etwas länger unterwegs. Aber es war richtig schön, so ein kleiner Spaziergang, so ein kleiner Ausflug jetzt hier am Sonntag, um so ein bisschen die Wandersaison einzuläuten.
Wir hoffen, dass es dann in den nächsten Wochen ein bisschen wärmer wird, sodass der Schnee auch wegschmilzt und man dann wieder richtig wandern gehen kann, auch in den höheren Lagen. Wir freuen uns so richtig jetzt auf den Frühling und auf den Sommer und auf die Wandersaison. Es war jetzt lange genug kalt. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, worauf ihr euch am meisten freut in diesem Frühjahr, welche Wanderdestinationen ihr so eingeplant habt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao! Hat euch unser Video gefallen? Dann abonniert auf jeden Fall hier unseren Kanal, damit ihr in Zukunft keine weiteren Videos verpasst. Und wenn ihr jetzt direkt weitere Videos sehen wollt, dann schaut auf jeden Fall hier vorbei. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß.